Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das letzte Video zur U20 Weltmeisterschaft, denn sie ist seit gestern Abend vorbei. Deutschland hat sein letztes Spiel gegen die Franzosen mit 6:4 gewonnen. Für mich Spieler des Spiels war dabei Christoph Körner, der mit einem Tor und 3 Vorlagen geglänzt hat. Leider hat es trotzdem nicht gereicht, da die Weißrussen sich keine Blöße gegen Österreich gegeben haben und 4:0 gewonnen haben, damit außer der Overtime-Niederlage gegen die Deutschen ungeschlagen geblieben sind und so aufgestiegen sind. Das ist das, was ich befürchtet habe, da man gegen die Weißrussen nur in Verlängerung gewinnen konnte, hat es einfach nicht gereicht. Uns fehlen im Endeffekt 2 Punkte. Das sind halt eben genau diese 2 Punkte Differenz, die durch diesen Overtime-Sieg gegen die Weißrussen zustande kommen. Die deutschen Spieler, denke ich, kann man sagen, haben sich trotzdem passabel gestanden. Ich denke, ein Aufstieg in die Top-Division wäre wieder schön geworden, damit man nächstes Jahr sich einfach wieder hätte mit den wichtigeren Mannschaften messen können. Aber so müssen wir schauen, dass es nächstes Jahr zustande kommt. Wer ein neuer Teil der Division 1 wird, wird sich in gut anderthalb Wochen zeigen, wenn die Top-Divisions-WM losgeht, werden wir das sehen. Jakob Meinscheid wurde zum besten Spieler des deutschen Teams gewählt, wobei man sagen muss, dass auch Kopankowski als bester Goalkeeper des Turniers ausgezeichnet wurde. Ich denke, es ist schön zu sehen, dass er einfach das Ansehen bekommt, was er sich mit seinen Leistungen verdient hat. Hatte einen Gegentorschnitt gehabt von 1,94. Das kann sich wirklich sehen lassen. Punktbester Spieler des Turniers wurde Gabin Wille, der Franzose mit 12 Punkten in 5 Spielen, muss man auch mal sagen. Das ist ziemlich geil. Das kriegen nicht gerade viele Spieler hin. Das hat er sich absolut verdient. Ich hoffe sehr, dass die deutsche Nationalmannschaft es nächstes Jahr schaffen wird, den Aufstieg wieder in die erste, in die Top-Division zu schaffen. Ich denke, dass es einfach ein Ziel sein sollte, da mitzuspielen. Und bin sehr gespannt, wie der Kader nächstes Jahr aussehen wird. Ich freue mich wieder darauf, da einige Talente sehen zu können, die sich einfach eine Chance bekommen, sich zu beweisen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr zum Thema Eishockey und jetzt auch wieder demnächst mehr zum Thema Gaming sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.